Ach, ich weiß auch nicht. Es gibt einfach so bestimmte Themen, bei denen ich Lust auf einen leckeren, heißen Kaffee bekomme. Und irgendwie trinke ich in letzter Zeit ganz schön viel Kaffee. Womit auch schon die Frage geklärt wäre, warum ich immer so aufgekratzt bin. Und wessen Schuld ist das mal wieder? Natürlich Intels Schuld. Wie kommt man auch nur auf einen so leckeren Namen wie Coffee Lake? Aber naja, dass bei Intel manchmal so einige seltsame Entscheidungen getroffen werden, habe ich ja bereits in einem meiner letzten Videos ziemlich deutlich gemacht. Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Montys. Und für alle, die denken, hey, so ein Video gab's doch schon. Ja, ihr habt recht. Der Unterschied zu heute ist nur, dass nun endlich alle Daten, Fakten und Preise und noch dazu der Erscheinungstermin von Coffee Lake auch vorliegen. Und bevor wieder alle schreien und fragen, wo denn dann das Video dazu bleibt, habe ich meinen alten Körper mal mit etwas Kaffee getuned und halt ein weiteres Video zum Thema aktualisiert. Quasi ein Coffee Lake offiziell 2.0. Und wieder merkt man deutlich, wie die Intelaner doch unter Druck stehen. AMD feuert das ein. Rohren und Intel steht zurzeit fast ohne Offensive gegen AMDs Mainstream-Plattform da. Also hat Intel mal eben sein eigenes NDA umgangen und das Schweigen bereits diese Woche gebrochen. Nun gibt es keine Gerüchte mehr, keine Vermutungen, keinen kalten Kaffee, sondern die harten Fakten und ja, doch überraschend günstige Preise, wie ich finde. Zumindest günstiger als bisher vermutet. Im Groben hat sich an meiner bereits veröffentlichten Tabelle hier aber auch gar nichts geändert. Wie schon gesagt, wurde alles ziemlich genau darauf abgestimmt, um AMD auch Paroli bieten zu können. Heute muss ich aber nicht meine eigene Tabelle einblenden, sondern kann einfach mal richtig faul sein und einfach bei Intel klauen und euch das Original zeigen. Wie man sieht, gibt es aber doch eine kleine Neuigkeit, die zumindest mir bisher noch nicht bekannt war. Es gibt nämlich kleine Unterschiede beim Memory Support. Die kleinen i3er gehen nämlich nur mit maximal 2400 MHz an den Start und der Rest mit 2666. Dass das den geneigten Overclocker aber herzlich wenig interessiert, dürfte wohl klar sein. Trotzdem soll das Ganze natürlich nicht unerwähnt bleiben. Zu den ganzen technischen Daten habe ich ja schon genug in dem in der Infoleiste verlinkten Video gesagt, da möchte ich mich hier nicht nochmal wiederholen. Für die meisten dürfte aber wohl das Flaggschiff 8700K die interessanteste Option sein, die beim Spiel nochmal deutlich mehr Dampf bietet als der ohnehin schon verdammt schnelle 7700K. Und so schön das auch ist, wer nicht gerade mit 240 Hertz in Full HD zocken will, den interessiert das Ganze eher wenig, da in den meisten Fällen ja nun mal die Grafikkarte und nicht die CPU limitiert. Aber mehr Power ist natürlich trotzdem nicht falsch und rein von der Spieleperformance muss sich AMDs Ryzen ziemlich warm anziehen, wenn es wirklich nur darum geht. Denn Intel kleckert nicht und bewirbt seine neuen CPUs auch ganz selbstbewusst als Intels Best Gaming CPU Ever. Wobei das ehrlich gesagt auf jede Generation zutrifft und es wäre auch eigentlich schade, wenn es nicht so wäre. Für Sparfüchse dürfte weiterhin der i3-8350K das Maß der Dinge sein. 4 Kerne, allerdings ohne Hyperthreading mit einem Takt von 4 GHz ab Werk, sind ja eigentlich mal eine richtige Ansage. Noch dazu kann man hier natürlich sicherlich einige MHz beim Übertakten noch oben drauflegen. Und das Ganze nur für $168, was in etwa dann ja auch dem Europreis entsprechen dürfte. Nur, ja, zukunftssicher ist das Modell natürlich meiner Meinung nach nicht mehr. Denn mit 4 Kernen dürfte man ihn nicht allzu viel in der Zukunft sicherlich so seine Probleme bekommen. Und ab 5. Oktober ist das Ganze dann wirklich offiziell und die CPUs sollten ab dann auch schon zu kaufen sein. Aber das Beste ist ja, dass schon einige Benchmarks auf WCCF-Tech geleakt sind. Ja, großes Problem ist aber, dass es so keine wirklich zuverlässige Quellenangabe gibt. Da die neuen Benchmarks jedoch grob mit den schon lange geleakten Vorab-Benchmarks übereinstimmen, sieht das Ganze aber relativ authentisch aus. Ja, und wieder mal muss ich meinen virtuellen Hut ziehen.
und ganz überraschend auch mal vor Intel. Denn leistungsmäßig wurde offensichtlich viel aus dem jetzt feineren Herstellungsprozess herausgeholt. Der 7700K sieht ja schlicht kein Land gegen seinen Nachfolger. Der Nachfolger ist nämlich durchschnittlich fast 40% schneller als sein Vorgänger. Und das muss man sich mal auf der frisch geputzten Zunge zergehen lassen. 40%! Wann haben wir denn so einen Leistungssprung das letzte Mal von Intel erlebt? Ich glaube, da war ich noch jung und... Nee, ich war eigentlich nur jung. Selbst im AMD Ryzen ja so gut liegenden Cinebench wird der Ryzen 6 Kerner gnadenlos versägt. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass dieser in einer preislich ganz anderen Liga spielt. Der 1800X mit allerdings 8 Kernen liegt weiterhin klar vorne. Auch gab es schon erste Übertaktungsversuche mit dem 8700K und dem 8350K. Und die Endaussage lautet, dass 5 GHz mit einer sehr guten Kompaktwasserkühlung auf jeden Fall möglich sind. Und ich muss sagen, 5 GHz Takt, auch ohne extreme Kühlungsmaßnahmen, eine deutlich erhöhte Grundperformance bei nur leicht erhöhten Preisen sind mal durchaus eine Ansage. Okay, so viel habe ich Intel jetzt schon echt lange nicht mehr gelobt. Da muss ich mal eben auf die Lobesbremse treten. Denn auch wenn ich es schon erwähnt hatte, ich bin weiterhin stinksauer auf Intel. Und zwar wegen der Tatsache, dass neue Mainboards benötigt werden. Zum einen bin ich sauer deswegen, weil ich fest davon ausging, dass Coffees auch auf dem Z270 laufen werden und ich ja damit dann jetzt schon wieder falsch lag. Und zum anderen, weil mir Käufer von Z270 Boards ja schon fast leid tun, dass deren Boards nach nicht mal einem Jahr schon in einer Sackgasse stecken. Intel, das geht so nicht. Zu diesem Thema möchte ich jetzt echt gerne mal eine umfangreiche Stellungnahme von euch sehen, in der haarklein erklärt ist, warum der Z370 Chipsatz technisch jetzt nötig sein soll. Denn ohne diese Stellungnahme bleibe ich beim montischen Standpunkt, dass das schlicht einfach nicht nötig war und der Kunde hier mal wieder der Dumme ist. Noch dazu, wer weiß denn, wie lange der Z370 jetzt halten wird? Eventuell kann man diesen auch im nächsten Jahr wieder nicht upgraden. Ein Glück gibt es aber die wieder erstarkte Konkurrenz, die eine Alternative bietet und auch in diesem Bereich Intel sicherlich bald umdenken lässt. Trotz allem ist es bei allen Intel-Fans von nun an uneingeschränkt und für alle Serien vom i3 bis zum i7 mehr Kerne für alle. Und alle Intel-Fans dürfen sich nun ihren Wecker stellen und am 5. Oktober dann zuschlagen. Und jetzt mal intellektuell auf meinem Kanal. Ja wirklich, alle Poeten bekommen nun auch auf meinem Kanal ihre kleine Portion Poesie geliefert. Zu meinem letzten Video sagte ich ja scherzeshalber, dass ihr eure Meinung zum Thema noch bitte in Form eines Gedichtes in meine Kommentare schreiben sollt. Und Anastasius Roadster ist wohl der einzige Mensch des Planeten, der auch mal auf mich gehört hat und das jetzt in die Tat umgesetzt hat. Sein atemberaubendes Werk, das natürlich super zum Thema dieses Videos passt, kommt jetzt mit voller Wucht. Es war einmal ein fauler Laden, ließ sich ein Schnippchen bzw. Rippchen schlagen. So kam nichts Neues lange Zeit und AMD war schon bereit. So kam in der Not Intels 7360X, doch der wurde welch Wunder nix. Bei Nvidia gibt es auch schon große Verwunderung, seitdem kommen unnötige Neuerungen. So macht AMD den Markt jetzt platt und mein Rechner bald an Teilen satt. Vielen Dank an Anastasius für das kleine, aber echt feine und geile Gedicht, das dieses Video hier nun deutlich aufgewertet hat. Und alle, die immer noch zuschauen, sollten nur noch an die gute Tat des Tages denken und diesem Video ein Like verpassen. Wer meinen Kanal immer noch nicht abonniert hat, sollte sich eingestehen, damit ja eigentlich einen Fehler begangen zu haben und dies schnellstmöglich ändern. Und wer Bock auf mehr Monty hat, ist auf meiner nun folgenden Endcard gut aufgehoben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.